Wir freuen uns und fühlen uns sehr, sehr geehrt, dass du nach 2 Tagen nach deinem Geburtstag zu uns kommst. Von Herzen. Freut mich auch. Und Nana Mouskouri, die nicht jede deutsche Sendung verfolgt, weswegen sie auch nicht jeden von Ihnen kennt, einen kannte sie, Reinhold Messner. Ja, weil ich kennte jemanden, das hat es, ich bin eine Fährerin. Ich kann sagen, was sie machen, und ich kenne sehr gut einen Freund, Maurice Herzog, und ich habe viel gelernt und gelesen über das, und das ist für mich eine Freude, wirklich Ihnen und Dankeschön. Maurice Herzog war der Erstbesteiger der Annapurna, erster 8000er, ein Franzose, und sie waren 1950. Und ein großartiger Bergsteiger, der später in der De Gaulle-Regierung Minister für Sport wurde, einen Bestseller geschrieben hat über seine Expedition damals. Und der hat sich die Füße nicht nur erfroren wie ich, sondern alle Finger abgefroren und die Vorderfüße abgefroren. Aber hat eine großartige Karriere gemacht, ist erst mit über 90 vor wenigen Jahren verstorben. Ja. Mann, bist du gebildet. In meiner Sparte, das ist doch einfach, nicht? Reinhold, du musst uns, Entschuldigung, dass wir uns duzen, erstmal kennen wir uns viele Jahre und wir haben eine winzige Gemeinsamkeit, wir sind beide falsche Italiener. Richtig, so ist es, ja. So, okay. Und du musst uns ein bisschen was erzählen von deiner Geburtstagssause. Was hast du denn gemacht zum 70. Also ich habe meine Freunde, die alle noch in der Arbeit stehen, auch wenn einige schon älter sind als ich, eingeladen in die Dolomiten zu einem Biwak. Ein Biwak ist ein Freilager. Das heißt, wir waren auf einer Alm, haben natürlich auch schön gegessen und schönen Rotwein getrunken, Eigenproduktion, Musik gemacht. Ein paar Sachen wurden vorgelesen. Die Freunde haben mehr oder weniger alle irgendwas geschrieben zu meiner Persönlichkeit oder zu meiner Person. Und anschließend haben wir entweder im Zelt oder unter freiem Himmel geschlafen und in die Sterne geschaut, also wie das beim Biwak üblich ist. Das Großartige, fast Kitschige war, dass trotz des zweifelhaften Wetters, es hat nicht geregnet zum Glück, so gegen 8:30 Uhr abends ein Abendrot über die Geislerspitzen, Dolomiten, gehuscht ist, das so großartig war, dass es nicht mehr kitschig war. Großartig. Lass mich raten, ob du das Zelt gewählt hast oder lieber freier Himmel. Freier Himmel. Also rate. Freier Himmel natürlich. Freier Himmel. Freier Himmel. Und ich habe gehört, es gab aber auch einen Shuttle-Service, wem das zu hart war, der durfte fahren. Wie viele haben denn das in Anspruch genommen? Also meine Similarno-Freunde sind alle zu Fuß gekommen, sogar über die Berge zu Fuß gekommen. Mhm. Ich würde sagen, mehr als die Hälfte sind mit dem Shuttlebus von einer anderen Alp heraufgefahren, weil jemand Geschenke mit hatte oder dicke Kleider mit hatte für diesen Abend. Wir haben natürlich auch ein Feuer gehabt, um sich zu wärmen. Ja, das habe ich verstanden. Aber wie viele sind dann anschließend wieder zurückgefahren und haben sich verweigert dem nächtlichen, romantischen Schlafen? Ja, doch, einige. Aber das will ich jetzt nicht verraten, wer. Da sind nicht alle oben geblieben. Also ich nehme an, du hast es ja auch angedeutet, es gab Reden. Kann man dich auch zu Tränen rühren? Ja, das kann man mich. Relativ leicht. Ehrlich? Und ja, hat das funktioniert? Man kann mich relativ leicht zu Tränen rühren, wenn man mir eine Geschichte präsentiert oder bei mir abruft, die historisch passiert ist. Ich kann nach wie vor die Shackleton-Geschichte, also diese Shackleton-Geschichte, die 1914 bis 16 spielt in der Antarktis. Ich war dort überall. Ich kann das so nachempfinden, dass ich es als Summe der Leiden, der Verzweiflung, der Angst, die die Leute hatten, 2 Jahre lang auf dem Eis, ohne eine Hoffnung nach Hause zu kommen, das kann ich nicht ohne Rührung erzählen. Und wenn es dich selbst betrifft? Ist es auch so. Also wenn es mich selbst betrifft, wenn es wirklich ganz schlimme Sachen waren, dann hole ich die wieder heraus. Und was ich bei Vorträgen im Grunde tue, dass ich, während ich auf der Bühne erzähle, live, frei erzähle, stelle ich mir vor, dass ich in der Situation bin, von der ich erzähle. Und damit kommen natürlich auch die Emotionen hoch und nicht nur die Erinnerung. Und wenn deine Kinder dir einfach nur sagen, wie lieb sie dich haben, bist du dann nicht gerührt? Also ich habe jetzt gerade eine Rührung gehabt bei der Tochter, die ihr zweites Buch vorgestellt hat und die erzählt hat, ganz sachlich, die ist weniger emotional wie ich. Das berührt mich schon. Also eine 25-jährige Frau, die ein zweites Buch geschrieben hat, die sehr tüchtig ist, die völlig im Leben steht, das macht mich natürlich stolz. Ich habe die Kinder ja nicht erzogen, das hat die Frau gemacht. Also es ist großartig, jetzt im späteren Leben das alles ordentlich organisiert
in bester Ausbildung vorzufinden. War das die Tochter, die vor der ersten Wanderung mit dir so einen Forderungskatalog aufgestellt hat? Nein, das ist eine andere, die ist noch kleiner, die ist zwölf. Die hat einen Vertrag mir vorgelegt, was alles sein muss, dass sie mit mir wandern geht. Wenn man dich nur ein bisschen kennt, kann man sie wunderbar verstehen. Du bist wie immer relativ entspannt heute, aber scheinbar auch besonders guter Laune. Ich glaube, das hat mit Schottland zu tun. Ja, das ist richtig. Also ich habe mich heute gefreut, in der Früh zu hören, Schottland ist bei England geblieben, beim Königreich. Das hätte natürlich weitere Kreise gezogen. Und wir Südtiroler sind ja auch irgendwie nicht ganz zufrieden mit der Situation, bei Italien zu sein. Wir fielen mit dem Ersten Weltkrieg als Kriegsbeute zu Italien, waren vorher bei Österreich-Ungarn. Und in Südtirol waren die Oppositionsparteien, einige wenigstens, die völkisch denken, auch auf die Gelegenheit, sich von Italien abzuspalten. Aber wenn wir jetzt anfangen, Europa auseinander zu dividieren, dann wird das nie mehr ein Erfolgsmodell sein. Die Schotten haben gut entschieden, also für mich mindestens 55%, hatte ich mir nicht gedacht. Spanien ist an der Kippe. Natürlich, Griechenland kenne ich nicht so gut aus. Katalonien möchte weggehen. Ich bin der Überzeugung, dass die Nationalstaaten zwar nicht die ideale Lösung sind, das sind Krücken, die wir brauchen, um zum gemeinsamen Ganzen zu finden. Das wird noch Jahrzehnte dauern. Aber nur wenn wir am Ende Europäer werden, wenn wir uns als Europäer fühlen und wenn die Nationalstaaten dann Macht abgeben an die Regionen, in Deutschland an die Bundesländer, in Italien an die Regionen, in Spanien auch an die verschiedenen Regionen, dann ist es vielleicht möglich, dass wir ein gemeinsames Europa als Prozess, als Entwicklung haben. Da muss gar keine Verfassung her. Das muss einfach ein Prozess sein, der sich weiter und weiter und weiter entwickelt. Sagt Reinhold Messner, der im Europäischen Parlament als Abgeordneter für die Grünen saß, direkt nachdem Sie aufgehört hatten, im Parlament zu sein. Sie kannten sich ja gar nicht kennen, ja? Ja, bis 99. Ich bin 99 bis 2004, ne? Ja, bis 2004. Ich glaube, ja, das große Kunststück wird sein. Einerseits in die große, weite Welt, Globalisierung, denn viele Probleme lassen sich doch gar nicht mehr national lösen. Ich meine, das Leck in der Erdatmosphäre ist doch kein Leck über Südtirol, das ist ein Loch in der Weltraumfähre Erde, deren Besatzung wir sind. Also einerseits müssen wir Ebola in Afrika berührt doch nicht nur die Afrikaner. Also die großen Probleme lassen sich gar nicht mehr nationale. Aber andererseits, glaube ich, gibt es eine tiefe Sehnsucht nach Identität und Heimat. Zu wissen, wo ich herkomme. Und dazwischen wird der Nationalstaat nur eine Scharnierfunktion haben. Ich glaube, es wird wichtiger sein, dass wir als Europäer zusammenleben. Mit einer Kultur, die sehr regional geprägt ist. Die Menschen sind so eine McDonald-Kultur, das wäre nicht meine Kultur, sondern die Griechen und ihre Tradition, nicht nur Essen und Trinken, ihre Kultur, die auch in den, auch uns, der Reichtum Deutschlands liegt doch nicht, dass wir eine große Metropole mit Verlaub Berlin haben, auf die alle so stolz sind. Ist aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, aber der Reichtum Deutschland liegt in seinen Residenzen, in vielen Städten. Ich möchte nicht nur einen Zentralstaat, so London dirigiert alles, sondern einen bunten Blumenstrauß. Und da wird, wie ich glaube, Heimat wichtiger werden. Sie können Sie sich identifizieren mit dem, was Norbert Blüm sagt? In der Heimat? Ja. Ja, nicht kleinkariert, also nicht so, nicht so mit so, sondern eher Weltverantwortung mit Wissen. Weltverantwortung mit Heimatgefühl. Ja, sowas, ja. Ja, naja, ich meine, man ist ja viel mehr vernetzt, also so als früher. Man kann ja schneller irgendwie, wenn ich als Künstler zum Beispiel merke, dass jetzt auf Social Networks Anfragen kommen von Leuten, wo Zeichen drunter sind, die ich überhaupt nicht lesen kann. Das sagt mir auf jeden Fall, wie schnell sozusagen meine Connection herstellen kann zu Menschen. Und ich finde, Heimat ist natürlich ein starkes Wort und ein großes Gefühl auch, so, wo man herkommt, eine Identifikation. Oder aber Staat, national, welcher nationale Finanzminister ist so schnell wie die Finanzströme, die die Erde umkreist? Völlig klar. Kann ich nur sagen, der läuft da hinterher wie ein Traktor hinter dem... Darf ich Reinhold Messner noch was fragen? Er hat nämlich ein, wie ich finde, ein ziemlich schönes Buch geschrieben. Sein 50. wenn man sich nicht verzählt. Plus minus, ja. Einige Bücher sind natürlich wieder aus alten Büchern entstanden. Hat einen ganz schlichten, bescheidenen Titel, Überleben und über
leben und man kann es auf verschiedene Weisen lesen und betonen. Da hat mich vieles sehr berührt. Eins, um mit dem Banalsten anzufangen, weil ich es nie gedacht habe, weil in meiner Vorstellung kannst du alles, aber du kannst nicht schwimmen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Das hat dich nie gereizt? Ist nicht notwendig in meinem Leben. Gibt es sonst irgendjemand, der nicht schwimmen kann? Nee. Wirklich ungewöhnliches Hobby, das du da hast, nicht schwimmen. Ja, bei uns gab es kein Schwimmbad, es gab keinen Fußballplatz. Und später, als ich erwachsen war und aus dem Tal rauskam, dann bin ich ab und zu schon am Meer gewesen, aber zum Schwimmen hat es nie gereicht. Okay. Das finde ich irgendwie cool. Das finde ich irgendwie cool, sagt ja, dieser. Du hast keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein, ah ja. Okay. Wenn man nicht schwimmen kann, wenn man es nicht braucht, das ist genau, das bringt es. Aber viele junge Leute haben heute keinen Führerschein mehr, weil sie sagen, ich will gar nicht Auto fahren. Ich lasse mich fahren oder ich fahre mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Genau. Das wird wahrscheinlich kippen mit der nächsten Generation. Das ist eh vernünftig, dass man dann weniger Kisten herumstehen hat, die Städte wieder begehbar. Wenn man es nicht wirklich braucht, muss man sich das ja auch nicht. Es liegt ja auch wieder an der Vernetzung. Ne? Man kann ja auch so in Kontakt treten. Früher musste man halt physisch hinfahren zu seinen Freunden. Jetzt ist man über Social Media sowieso verbunden. Genau, aber wenn man raus will, ist man schon, also das wenn man keinen Führerschein hat, muss man schon irgendwie sich organisieren. Aber ich persönlich brauche es nicht jetzt als Freiheitsgefühl. Viele wollen ja auch eine Karre haben, um sich da reinzusetzen und eine Art Freiheit zu genießen in irgendeiner Form. Aber interessant, was Judith sagt, das halte ich dir das nächste Mal vor, wenn du mich fragst, ob ich dich abholen kann. Okay, das ist nur, weil du nicht mitmachst bei Facebook und Co. Das stimmt. Reinhold, um zu einer Geschichte zu kommen, die mich berührt hat, ich lag im Bett gemütlich und es ist, der Schauer läuft einem über den Rücken. Du erzählst, wie du als Bub, kleiner Bub, mit deinem Bruder und deinen Eltern einen Berg hochkraxelt. Ihr wolltet ein Grundstück besichtigen, was der Mutter zugefallen war. Ja. Und auf einmal sagen die Eltern so, ihr bleibt jetzt mal hier, ihr wart im Wald, wir gehen mal vor, ganz unübersichtliches Gelände, es war dunkel, und wir holen euch später wieder ab. Und dann gingen die los und die beiden blieben da, Stunde um Stunde, und es wurde immer dunkler, immer bedrohlicher. Und habt ihr dann nicht unfassbare Angst bekommen? Wir haben Angst gekriegt und diese Ängste gehören zum Leben dazu. Also ich habe ja früh diese Erlebnisse gemacht, um sie dann später verarbeitet, dann in größerer Situation auch meistern zu können, also diese Angstsituation. Aber was hast du gelernt aus dieser Situation der Angst? Kamen die Eltern wieder? Erstens einmal, dass in der Dunkelheit die Ängste schneller kommen. Dass wir Menschen in der Dunkelheit uns nicht wehren können. Wir sind nicht beschützt. Wenn wir daheim sind und Eltern herum sind, fühlen wir uns beschützt. Wir sind wie die Tiere. Auch Tiere sind in der Nacht und in der Dunkelheit anders als untertags. Die Eltern kamen wieder, die Eltern kamen dann schon zurück, aber die Eltern haben länger gebraucht wie gedacht. Wir waren natürlich langsam als kleine Knirpse und mussten oder durften dann zurückbleiben. Am Beginn war das kein Problem. Aber nachdem die Eltern weg waren, dann wurden die Geräusche ganz sonderbar. Vorher waren die Geräusche auch im Wald da. Irgendein Eichhörnchen oder ein Hirsch irgendwo, den man nicht gesehen hat. Aber jedes Geräusch hat uns irgendwie zuerst erschreckt und dann Angst eingeflößt. Und dann wurde es dunkel, dann wurden die Geräusche noch schlimmer. Und wir waren heilfroh, als die Eltern zurückkamen, mit uns ins Tal gingen. Aber steht da auch, da hast du gelernt, dass man das übersteht, dass es weitergeht und dass die Angst geht. Jetzt schilderst du ja nicht nur furchterregende Situationen, wo du dein Leben riskiert hast, wo du in völlige Einsamkeit zurückgeworfen war. Du schilderst auch Landschaften, Länder, Ausblicke, die paradiesisch schön waren, die es vielleicht heute so auch gar nicht mehr gibt. Was ich mich gefragt habe, wahrscheinlich würden andere Menschen, die so viel Naturschönheit erfahren, irgendwann mal von der Schöpfung sprechen und davon, dass es einen Gott geben muss, der all dies Schöne geschaffen hat. Und du sagst, je älter du wirst, desto weniger glaubst du. Warum? Also Glauben ist genau der Wert, dem ich keinen Glauben schenke. Also jetzt habe ich gerade heute gelesen, dass man mathematisch nachgewiesen hat, dass es Gott gibt. Also wie denn bitte? Also, ja, das ist ein kleiner, also es ist nicht ganz ernst zu nehmen, diese Meldung. Ich bin die ist auch schon ziemlich alt. Ich glaube sogar in der Zeit gelesen. So ist es, aber als Glosse. Als Glosse, ja. Aber die Geschichte ist ja schon vorher im Spiegel Online gewesen. Ja. Mathematisch nachgewiesen. Wenn es nachweisbar wäre, ist es mathematisch nachweisbar. Aber wir Menschen, das ist eine ganz klare Erkenntnis und hat nichts mit Glauben zu tun. Wir Menschen haben kein Instrument,
um das Jenseitige, was jenseits unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit liegt, zu erkennen. Deswegen lasse ich das offen. Auch ich sage, die Natur, die Welt, der Kosmos ist so großartig, dass es fast unmöglich ist, dass das aus sich heraus entstanden ist. Aber trotzdem sind alle Götter, die wir kennen, von den griechischen Göttern bis zu den buddhistischen Götterfiguren, bis zu den jüdischen, christlichen, was gibt's noch, muslimischen Göttern, die sind alle vom Menschen erfunden worden. Und alle Religionen sind Menschen gemacht. Ich respektiere alle Religionen, aber ich muss ihnen nicht anhängen, wenn ich erkenne, das sind menschengemachte Machtinstrumente, wenn ich dann kritisch und böse bin. Trotzdem lasse ich alles offen. Ich bin ein Possibilist. Das nennt sich in der Fachsprache Agnostiker. Also ich glaube noch nicht, aber ich lasse alles offen und bin eigentlich ein neugieriger Mensch, der auch darauf baut, dass diese Welt, der Globus, der Kosmos eine Gesetzmäßigkeit, denken wir an die Genetik, eine Gesetzmäßigkeit hat, die so genial ist, dass wir Menschen nie in unserer Menschheitsgeschichte alle Erkenntnisse aus der Natur rauslesen können. Alles, was wir heute haben, ist ja von der Natur rausgelesen. Das ist alles schon da gewesen. Reinhold, wir haben es nur rausgelesen. Das ist vorläufig ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort. Und wir freuen uns, dass du hier bleibst und hoffentlich uns noch bereicherst mit weiteren Erkenntnissen dieser Art. Herzlichen Dank erstmal. Danke. Ja.